Ja, liebe Freunde, jetzt gibt es die Auflösung unseres 1. April-Rätsels. Also folgendes. Unwahr ist die Geschichte mit dem Söder. Der hat also keine Klatte jetzt irgendwo gemacht, wo er die ganzen CSU-Gefallenen hier gesammelt hat mit dem Titel Brüder im Nebel. Das hat also nur der Meisner gemacht, der wahrscheinlich das Copyright auf diesen Titel hat. Aber wahr ist diese Geschichte, leider muss ich sagen, mit der Ethik der Pflanzen. Ich habe es aus der Augsburger Allgemeinen rausgenommen, Kampf gegen den Klimawandel, Vorlesungsreihe, die Ethik der Pflanzen. Ja, es gibt nicht einmal eine Ethik der Tiere, genauso wenig wie eine Ethik der Steine oder eine Ethik der Abfallkörbe oder sonst was. Ja, ich weiß nicht, was da gemeint ist mit der Ethik der Pflanzen. Die sollten sich lieber mal um die Ethik der ganzen Politiker kümmern und Abgeordneten und Stadtverordneten. Da gibt es sicherlich ein ethisches Problem. Aber welches Problem jetzt die Pflanzen haben, ja? Also es ist mir einfach schleierhaft. Ja? Pflanze ist einfach ein Stück unbelebtes Natur, so wie 99,9% der ganzen Welt einfach ein unbeseeltes Stück Natur ist. Zu dem Thema Natur vielleicht demnächst nochmal im Zusammenhang mit dem Obertrottel der Philosophie, nämlich mit Jean-Jacques Rousseau. Das liegt mir auch noch schwer auf dem Herzen. Ich danke.